Jetzt machen wir mal ein Video. Hi. Hallo Frank. Alles gut? Schön, dich zu sehen. Ja. Lange nicht gesehen. Ja, ich darf heute ein bisschen moderieren. Hi. Ja, wer soll das auch sonst, wenn ich du? Na, worauf töten wir? Was? Worauf töten wir? Einweisung. Oder gute Wetter. Ja. So, lieber Ludwig, deine Flyer sind ausgelegt und deine Plakate sind auch aufgehängt. Sowohl an der Anmeldung als auch hier im Multiraum und in der Halle. Also, alles läuft. So langsam sind die Vorbereitungen zu Ende und nun könnte der ganze Start auch kommen, ne? Ja, wäre schön, wenn es so gut geht, ne? Wir müssen gerade tun, ne? I will let you go. So, so langsam steht die Technik. So, wollen wir mal gucken. Und die Aufregung steigt, die ersten Läufer trudeln ein. Überall wird gewuselt, überall wird aufgebaut. Die Zeitnahmetechniker vom Förderverein Ausdauersport Nordfriesland. Ossi! Komm, wir machen einmal. Moin, moin. Na, wie geht's dir? Mini-Kamera. Ja, gut. Ja, aber die nimmt alles auf. Ja, ne? Ja. Das ist gut. Und ja. Sollst du heute den Zehner laufen? Ja. Ja, na, dann weiß man manchmal nicht so richtig. Nee. Du bist ja ein YouTuber. Ja. Du machst ja super viel. Klasse. Na, aber ja, gucken wir dir auch immer an. Ja, mal gucken, was heute zusammenkommt. Der Gottesdienst ist verlegt worden. Nach draußen, dann sind wir ja mal gespannt. Na, wer bist du denn? Wer bist du? Ah, hallo! Peter! Das ist nochmal eine richtige Begrüßung. Hi! Hier zum Lob über die Kammbach und wir beginnen wie jeden Lob mit einem Gottesdienst. Auch wenn wir Freitagabend haben und nicht Sonntagmorgen, aber das macht nichts. Herzlich willkommen. Insbesondere geht es heute um das Thema der richtige Puls. Und hi Frank. Auch dabei. Du sollst aber nicht mitlaufen, ne? Nee, also ja. Der Tim, so mal gucken, was er heute auf der 10er Strecke bist du dabei. Auf der ne? 5er bin ich dabei. Auf der 5er könntest du ja vorne mitlaufen. Ja. Ja. Also viel Erfolg, ne? Ja, danke. Unser Geburtstagskind! Hey, sei ruhig! 3, 2, 1 und los! Da gehen die Kleinsten an den Start und die rennen und rennen! Ab ins Ziel mit euch! Da rein ins Ziel! Super! Wow! Das war unser erster Start des Tages, die Bambinis und inzwischen sind alle im Ziel und bekommen ihre Medaille. Das habt ihr super gemacht. Ganz klasse Leistung. Du startest bei den 1,5ern. Das finde ich toll. Der 1,5 Kilometer Lauf, der startet, nachdem die 10er und die 5er gestartet sind, ungefähr um 18.45 Uhr. Super. Jetzt wisst ihr Bescheid, Frank. Vorneweg unser Radfahrer Willi Bromund und hier kam Michael Meyer-Tokrax, unser heutiges Geburtstagskind, auch mit auf der Strecke. Toll seht ihr aus, toll macht ihr das.
Habe ich Willi gesagt? Ich meinte natürlich Heinz Brumund. Ja, immer diese Zwillinge. Aber ich glaube, das ist denen schon öfter passiert. Die 5 Kilometer starten. 4, 3, 2, 1, Start! 5 Kilometer vorweg Oke Hansen von der LRV, gefolgt von Tim Jansen und hinten Peter. Alles Gute, viel Spaß auf der Strecke, genießt den Kambach, genießt den Lob über den Kambach und auch unsere Frauen mit den Ringen. Viel Spaß! 4, 3, 2, 1 und los geht es! Oh, 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 da wird aber Tempo aufgenommen. Ob man das auf 1,5 Kilometer durchhält, da bin ich aber gespannt. Wow! Sehr gut, super macht ihr das. Ganz klasse. Die Kleinen heute ganz groß dabei. Vielen Dank an Volker Werner von We Run This Flensburg, der mit seiner Kamera auf der Strecke war und mir ein paar Sequenzen zur Verfügung gestellt hat. Und rein geht das. Fahne Nissen war das vom SV Engesande. Herzlichen Glückwunsch, Fahne. Super Leistung. Ganz, ganz toll. Gefolgt von der 342 Tim Altmann, ebenfalls SV Engesande. Und noch jemand, wie ich sehe, im Engesander-Kostüm. Isabel Brasch, herzlichen Glückwunsch, Isabel. Ganz klasse Leistung. Ja, Engesande ganz weit vorne, so wie immer. Und da wird nochmal so richtig um die Wette gelaufen. Da wird nochmal richtig gesprintet. Und rein ins Ziel mit euch, komm. Komm, das schaffst du! Gib das! Schnell und rein auf die Zielmatte! Super Leistung! Da wurde aber gekämpft, richtig gekämpft. Und auch hier die Mayra Puschmann. Herzlichen Glückwunsch, Mayra, auch im Ziel. Lene Rune Libakowski, klasse Leistung! Ganz, ganz toll! Super gemacht! Mit der 303 Moritz! Klasse, Moritz. Ganz, ganz starke Leistung. Und hier wird nochmal gekämpft. Gutje Freitag und Dorian Backer, TSV Goldebeck, alle von der Lütschul. Ganz, ganz, ganz toll. Überhaupt ganz klasse Beteiligung von der Grundschule, von der hiesigen. Ja. Holt euch eure Medaille und rein ins Ziel, das machst du ganz toll! Tore Kohn vom TSV Hattstedt hat sich einen guten Vorsprung schon ausgearbeitet auf den ersten 5 Kilometern. Jetzt hat er die zweite Runde vor sich, gefolgt von der 59 vom SV Engesande. Heiko Sönksen ebenfalls, wow, ist der schnell! Und da hinten sehe ich auch schon Oke Hansen vom LAV Husum. Super, Oke Hansen, Sieger, 5 Kilometer. LAV Husum gewinnt also den 5 Kilometer Lauf. Was war das für eine Zeit? Warte. Oke Hansen. Oke Hansen, ja. 17:29. 17 Minuten 29 Sekunden. Oke Hansen auf 5 Kilometer, klasse Leistung. Und die erste Frau auf 10 Kilometer, Karen Peisen, geht in die zweite Runde. Karen, insgesamt bist du auf Platz 3. Super, klasse Leistung. Und hier kommen die nächsten Läufer, die auf die zweite Runde gehen. Viel Spaß, genießt es. Ihr wisst jetzt ja, wo es lang geht, ne? Immer schön den Kambach hoch. Und wieder SV Engesande sehe ich da. Das Trikot. Er gibt nochmal Gas. Mit der 158.
Endspurt, die Nummer 155. Das war Jakob Windmann, TSV Fahrdorf. Der läuft so wie sein Name ist, Windmann, schnell also. Die 92, Thomas Carstensen, gefolgt von Volker Werner. Volker hat auch seine Kamera mit dabei, da freue ich mich ja schon auf die Bilder. Carstensen, auch mit am Start. Und gefolgt von Nina. Viel Spaß in der zweiten Runde. Jan Knutzen vom TSV Lindewitt. Ihr seht gut aus. Und José kommt hier mit der 172. José Molero Membrilla. Ganz, ganz klasse. Toll, dass du wieder dabei bist. Und hier wird nochmal gekämpft. Die 197 und die 202. Das waren Evelyn Lappert und Alvar Nissen, die hier nochmal so richtig Gas gegeben haben. Sigrid Kapp vom TSV Medelbü. Viel Spaß, Sigrid. Du kennst jetzt die Strecke. Und oh, jetzt stehe ich schon im Weg. Auch hier ein Läufer, der auf die zweite Runde geht. Die 42, das ist meine Lieblingsnummer. Das ist auch meine Lieblingskilometerzahl, die ich gerne laufe. Das ist Petra Kohn vom TSV Hattstedt mit meiner Lieblingsnummer auf der 10 Kilometer Laufstrecke. Viel Spaß, noch 5 Kilometer bis zum Ziel. Mathilde Jakobsen und die 175, Marie Nielsen, 5 Kilometer Läufer. Hier wird nochmal gekämpft, wird hier. Richtig, ihr habt es geschafft. Herzlichen Glückwunsch. Keine Sekunde gelegen, glaube ich. Ja, der Nachfolger sagte, mein Vorgänger ist ein bisschen aus dem Gleichgewicht geraten. Ja. Hat die Kurve geschnitten und dann ausgerutscht? Ja, das hat mich denn die 35 vorne gekostet. Aber Glückwunsch zu deinem Sieg. Und wie war die Strecke? Die war richtig gut. Also den Berg, da hat man kaum gemerkt. Ja. Der geht ja lange hoch. Ja, genau. Und später auch in Ordnung. Okay. Ja. Und ein Einzelrennen, bist du das jetzt gewöhnt so langsam? Oder? Schon, aber also der Fahrradfahrer, das war eine Riesenhilfe. Ja, also genau. Ohne, da wäre ich ein Stück langsamer gewesen. Da hast du ja auch einen erfahrenen Fahrradfahrer, der ist ja auch wirklich korrekt. Der ist ja. Im Timing optimal. Ja, vor 3 Jahren bin ich auch schon mit ihm zusammen. Ja, genau. Sehr schön. Ja. Freut uns, dass du gekommen bist und mir geglaubt hast. Gerne. Und nochmal alles Gute zum Geburtstag. Und du belohnst dich selber mit diesem Lauf hier. Hol dir deine Medaille ab. Klasse Leistung, super. Georg Thomsen, das ist René. Ich glaube, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Vom SV Engesande. Jetzt kommt die Friedelwingslose. Ellen Lützen auf den letzten Metern. Komm, Ellen, gib nochmal alles. Rein in den Zielkanal hier. Mit einem Lächeln ins Gesicht. Klasse. Ja, geschafft. Sabine Otto vom LAV Husum. Johannes Otto. LAV Husum und Lars hat die Nummer wieder nach vorne, er trägt sie trotzdem bitte, aber klasse Leistung, Lars. Komm mal lieber. Na du? Aber klasse Leistung, gut. Zufrieden. Ja, das glaube ich. So, Manfred kommt ins Ziel. Herzlichen Glückwunsch, Manfred. 10 Kilometer. Walter, was los, Walter? Ach, Walter wird hier ins Ziel gebracht von Heinz und Willi Brumund. Marco Petz, herzlichen Glückwunsch. Klasse Leistung. Hans Josef vom TSV Hattstedt, rein ins Ziel. Und hier kommt wieder eine Walkerin mit den Smoothie-Ringen. Herzlich willkommen im Ziel, 5 Kilometer, klasse Leistung. Hat Spaß gebracht? Jo, hat Spaß gebracht, sagt sie. Sven, abbiegen hier in Zielkanal. Ne? Oder willst du noch eine dritte Runde? Darfst du gerne. Viel Spaß, 10 Kilometer, herzlichen Glückwunsch.
im Ziel, gefolgt von meiner Nina. Komm, Carsten, klasse. Sehr, sehr gut. Nina, rein ins Ziel. 10 Kilometer. Klasse. Super, klasse Leistung. 10 Kilometer, Lupe bei der Kambach. Auch José, hier ein immer wieder gern gesehener Gast. Geschafft, 10 Kilometer, Lupe bei der Kambach. Du hast ja deine Medaille verdient. Marc! Zwei Runden im schönsten Kreisgebiet, nämlich in Nordfriesland über den Kambach. Hast du geschafft, klasse Leistung. Du bist im Ziel. Damit sind wir durch. Die Zeitnehmer nicken hier. Alle Läufer haben heute die Strecke absolviert und sind wieder ins Ziel angekommen. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wir werden jetzt hier vorne alles abbrechen und zu dem gemütlicheren Teil gehen. Die Siegerehrung wird noch stattfinden. Und ansonsten steht natürlich reichlich Wurst auf dem Grill für alle, die jetzt noch ein bisschen Hunger haben oder noch ein Bier trinken wollen. Wir haben Salat da. Guckt euch an, was wir alles da haben. Hinten rum zum Multiraum. Ja, Volker ist auch die 10 Kilometer gelaufen. Und Volker, wie fandest du die Strecke? Schön gerade, schön eben. Ja? Ein bisschen keine Steigerung drin. Ja, sortiert. Ja, waren da, ne? Das zählt nicht. Da musst du Flugplatz laufen, wenn du ganz eben haben möchtest. Alles gut. Ja. Du liest dich ja mal wieder rein. Aber schön, dass du dabei warst, ne? Und Glückwunsch zur Medaille. Ja, das muss auch sein. Mal richtig rum. Siegerehrung! Ja, Lupe bei der Kambach ist Geschichte. Wir freuen uns, dass ihr erschienen seid. Es haben sich mehr angemeldet als vor 2 Jahren, als gekommen sind. Aber das scheint jetzt wohl so ein bisschen die Regel zu sein. Man muss erstmal wieder auf die Straße finden oder den Asphalt lieben, sag ich mal, damit man wieder zu Wettkämpfen geht. Aber kurze Rede. Ich wollte jetzt anfangen mit der Siegerehrung. 5 Kilometer, Platz 3, haben wir Jessica Lange von dem Verein. Haben wir das auch hier? Nein. Nein, ist leider vereinslos. Vereinslos, das ist aber schade. TSV Goldeberg sucht noch Leute. Jessica Lange, bist du doch Jessica da? Jessica Lange. Nee, leider wohl nicht. Das ist aber schade. Auf Platz 2, Maja Petersen vom SZ Ahlewatt. Mit einer Zeit von 23,29. Herzlichen Glückwunsch, Maja. Jetzt werde ich ein bisschen nass. Herzlichen Glückwunsch. Und hier darfst du dir für den nächsten. Auf dem ersten Platz von der LAV Husum mit einer Zeit von 22 Minuten und 36 Sekunden, Emma Otto. Emma, jetzt habe ich deine Urkunde. Herzlichen Glückwunsch. Und hier ist auch der erste Platz. Bitteschön. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Bleib ruhig stehen. Wir holen nämlich denn noch den männlichen Part dazu. Bei den Männern auf dem 3. Platz hat es geschafft vom STV Sörup Tim Jansen. Tim, herzlichen Glückwunsch. Er wollte ja eigentlich 10 laufen, ne? Oder? Nee, niemals. Tim Jansen, hier, Tim. Ich habe deine Urkunde. Herzlichen Dankeschön. Glückwunsch. Und ich habe auch noch was hier zum Frischmachen und für den nächsten Lob auch noch. Okay, danke schön. Auf dem 2. Platz mit einer Zeit von 18 Minuten 42 Sekunden Ron Schwensen vom TSV Übersee. Der Ron hier, der ja eigentlich bekannt ist für den Silvesterlauf hier, oder? Ja. Übersee. Herzlichen Glückwunsch. Und hier auch 2. Platz Herren. Herzlichen Glückwunsch. Und auf dem 1. Platz von der LAV Husum mit einer Zeit von 17 Minuten 29 Sekunden, Oke Hansen.
Oke hat gepuckert, oder? Herzlichen Glückwunsch. Okay. Hast gepuckert, oder? Ja, okay. Herzlichen Glückwunsch. Ja, super Leistung euch allen. Wer noch ein Foto machen möchte, ganz, ganz klasse. Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart. Ich hoffe, ihr kommt wieder. Gerne. Auf dem dritten Platz mit einer Zeit von 44 Minuten 38 Sekunden Sina Kohn vom TSV Hattstedt. Und herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn das nicht dazu passt. Und eine Urkunde. Und auf dem zweiten Platz. Ich bin eigentlich Zweite, glaube ich. Nee, Herbert, du kannst nicht stimmen. Ich weiß, dass auf dem ersten Platz Karen ist. Karen Peisen ist auf dem ersten Platz. Ja. Komm doch mal hoch hier. Also, das ist zumindest sicher. Ja. Und ich würde sagen, solange Karen. Und solange Karen jetzt nichts duschen darf, klären wir wohl, wer Twitter genau. und Dritter ist. Genau. Ne? Ja. Aber Florian. Ja, genau. Ja, okay, ansonsten herzlichen Glückwunsch. Ja, vielen Dank. Vielen Dank, dass du Tour wärst. Wir kommen zu den Männern. 10 Kilometer Lob über der Kambach. Auf dem dritten Platz unser Geburtstagskind Michael Meyer-Tokrax. Ja, du darfst. Vielen Dank. Was für eine Leistung. Glückwunsch. Danke. Ja, ich finde, wir singen alle noch einmal für ihn. Oh nein, ihr habt schon gesungen. Nee. Braucht ihr nicht. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Auf dem zweiten Platz mit einer Zeit von 36 Minuten 59 Sekunden vom SV Engesande Heiko Sönksen. Ja. Herzlichen Glückwunsch, super Leistung. So, und pass auf, wird nass. Und auf dem ersten Platz, um das schnell zu machen, Tore Kohn vom TSV hat. Herzlichen Glückwunsch, ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr kommt wieder. Also tolle Leistung, vielen, vielen Dank für eure Teilnahme. Eine Frau hat in der zweiten Runde abgebrochen und ist zurückgelaufen und leider von der Zielmatte erfasst worden. Deswegen kam das zu diesem Missgeschick. Tatsächlich ist Sina Kohn auf dem zweiten Platz und Ellen Lützen auf dem dritten Platz in der Frauenwertung. Herzlichen Glückwunsch. Der Grillmeister in Aktion. Und, hat es das gut heute oder Stress? Am Anfang war Friede, Freude, Eierkuchen. Und irgendwann kommen sie, ne? Die Horn. Wir haben aber eine Stunde noch.